Mr. Gale. Ich bin Chet Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Lass mich reden. Was wollt ihr? Jaldi. Was ist los? Da habt ihr alle. पटना बॉस पटना पटना में क्या है परवा है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी अरेंजमेंट है मैंने कहा बाढ़ में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो जॉब मिल गया कुछ मिल गया आलो चलो चलो जाने निकलो रुक रुको काले Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Nicht nur da. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Das ist ja scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Ein Foto. Guck in die Kamera. Lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge.
Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen! Oh Mann, ey. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Das ist aber auch ein Ohrwurm, ey. Und gratulier Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Er leckt schon wieder an meiner Mama. Hör auf! Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, recht. Dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe! Hilfe! Du musst das glauben! Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun... Bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabben-Rangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Mhm. Yuma, wir müssen reden. Tja, aber diesmal warten wir nicht. Adios, amigo, ich hau ab. War nett mit dir. Bye, Daddy. Oh, Mann, ey. Ach, warte, ich muss auch das Geld mitnehmen. Entschuldigung, warte mal, ich habe hier was vergessen. Gib Geld! Schuss Geld her! Wohin ging das auch? Aber ich habe das immer noch zu. Ist das immer. Das hat es nicht gespeichert mit der. Oder? Unsehempfindlichkeit, doch. Ja, ich glaube, so ist okay. So, und jetzt erstmal. Hallo, Wu! Hallo, hallo! Was zum Teufel? Ja, hier will ein bisschen. Habt ihr irgendwie noch Geld? Noch mehr Geld? Halten zum Lesen, ja. Rabbeln wir nur an.
Ich hätte voll Schiss, dass er so weg... Deswegen habe ich ja gesagt gehabt, wenn der zu mir sagen würde, ey, du bleibst hier, ne, warte mal kurz auf mich, dann würde ich das machen. Aha, aha. So, warte mal hier. 5 war ein super Teil, 6 fand ich das Ende kacke. New Dawn war hin und wieder witzig. In Ordnung. Ich weiß nicht. So ein gutes Spiel. Nach dem Teil ging es allerdings bergab mit Far Cry. Ich wollte halt die ganzen Far Cry-Spiele mal durchspielen. Und 3 haben wir schon im Stream gespielt gehabt. 1 und 2 habe ich privat irgendwann mal gespielt gehabt. Und ja, deswegen steht Far Cry 4 jetzt auf der Agenda quasi. Oh, die Schreie kommen von da unten. Was? Ich glaube, hier war ein Äffchen. Kontoauszug. Geil. Oh, warte. Komm ich hier raus? Nee. Kann ich rennen? Auch nicht. Hier ist auch noch ein Wisch, den man lesen kann. Ich habe halt auch keine Waffe, ne? Oh, warte. Nee. Wäre schön gewesen. Ich habe irgendwelche Tasten gerade gedrückt. Dann gehen wir doch mal rein. Genau, oh, fuck. Verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Ach, gut. Du bist goldener Pfad, alter Oberst. Ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Mhm. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Mhm. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Atme. Hast du es schon gespielt? Nein, habe ich nicht, sondern wir haben gerade am Anfang... Warte mal. Ja, er erzählt die ganze Zeit, deswegen... wir haben eben am Anfang quasi einen Secret Ending kurz gemacht gehabt und deswegen, wir haben jetzt nochmal neu angefangen, sozusagen, weil da schon quasi Ende war. Also wir haben einen Secret Ending kurz freigeschalten und haben uns das mal angeguckt gehabt. Deswegen habe ich gesagt gehabt, diesmal warten wir nicht. Was will der goldene Pfad? Eigentlich will ich das hören. Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Meeting? Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher. Indem man einfach wartet, ja. Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Oh, Gottes Willen! Oh, hast du mich erschrocken, du Arsch! Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Oh boy, er hat der mich gerade erschrocken. AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. 1, 2, 3! Jetzt habe ich ganz vergessen, mich auszublenden. Okay. Los geht's! Halt den Kopf unten! Stell dich um, Engel!
Kommst du jetzt einfach hin? Bist du einer von meinen? Ja? Okay, gut, cool. Also, XP, Entschuldigung. Bin da. Los, fahr. Da war ein Elefant? Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die. Oh, Waffen. Darf ich ballern? Geil. Ey. Wer ballert da? Komm her, du. Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie. Wo denn? Da. Scheiße. Pass auf. Oh, ich hoffe, es gibt wieder einen Bogen in dem Game. Rechts! Okay, ja. Festhalten! Aua! Aua, 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 aua! Upsi. Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Aber, so mal doof gefragt, ja? Mein Streamdeck hat heute wieder Probleme mit, dass sehr langsam ist. Das ist doch dieselbe Synchronstimme wie bei Far Cry 3, oder? Von dem Hauptcharakter? Komm schon raus! Wir tun dir nichts! Versprochen! Grundlagen des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Ist sie vollständig gefüllt, blinkt, wurdest du entdeckt. Okay. Drücke Plupp, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Drücke B, um in die Hocke zu gehen. So verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche. Okay. Ich kann Steine werfen. Oh, das habe ich in Assassin's Creed vermisst. Aber gut, da kann man pfeifen. Komm raus. Es ist alles okay. Was war das? Ja, geh mal gucken. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Richtig von hinten? Ah, schön. Ah, schön. Ah, I love it. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Aber, also nein, gut, das Secret Ending ist wirklich ein Ending. Also der bringt uns nicht um, sondern er sagt ja, wir sollen warten und er mag es halt gar nicht. Er mag es halt gar nicht, wenn man nicht seinen Worten folgt und wenn man ihm nicht zuhört. Deswegen tut er dir auch nichts, wenn du sagst, ey, also wenn er sagt, hey, warte und du wartest, deswegen tut er dir da auch nichts. Pfeifen ist Assassin's Creed voll OP. Ja, aber irgendwie das Steine werfen mag ich doch lieber. Weiß ich nicht. So, ich soll nach da. Kann hier hochklettern. Aber es bringt mir nichts. Aber ich vermisse ein bisschen meinen Vogel aus Assassin's Creed. Da bin ich ehrlich, den vermisse ich ein bisschen. Oh, da hinten ist einer.
Ja, ja, Steine werfen. Warte mal. Kannst du mal nach da gehen? Da ist besser. Nee, du hast mich aber gar nicht gesehen. Ja, ja, da ist auf jeden Fall ein Stein. Komm raus und zeig dich. Oh. Bin auch schön, dass ich Munition bekomme für ein... Oh, warte mal, hier ist eine Waffe. Für eine Waffe, die ich gar nicht habe, wollte ich gerade sagen. Den Körper zu bewegen? Nee. Die Wasserschritte hatte ich gehört? Nein. Drücke RB, um eine Granate zu Okay, na, jetzt ist es weg. Okay, gut. Ja, war schön, dass wir darüber geredet haben. Endlich hat sie es gesehen. Ja. Hast du was gesagt? Arsch. Ey, lass mich hier raus. Darf ich hier raus? Mal durchgrabbeln. Wahrscheinlich dieselbe Waffe. Achso, aber die Muni nehme ich mit. Muni habe ich, okay, gut. Stopp. Oh. Ah, ja. Ich habe das aus Farquaad. Ja, ich habe das aus Farquaad 3 vergessen. Da war ja was. Da war ja was. So, halte X, um ein erlegtes Tier zu erhäuten und einen Köder zu erhalten. Für Köder? So? Köder? Krieg keine Haut mehr. Oder. Ja, okay. Öffne das Waffenrad, in dem du die und den Köder auswählst. Wirf den Köder und Raubtier an. Okay. Bäh, oh, Vogel. Einfach schon 81k Geld. Aber mit 81 mir durch die Gegend laufen, ja. Achso, warte. Hier kann man das bestimmt schon testen. Wo versteckst du dich? Heikling! Wie war das Köder werfen? Ich hab nicht mehr aufgepasst, ich hab's schon wieder vergessen. Das war kein Köder werfen, das da war Köder werfen. Entschuldigung, ihr habt mich nicht gesehen. War alles gut. Hä, hey, was? War einfach ein Bär plötzlich. Feind in was? Wo ist der Feind? Ja, aber so. Erstmal alle durch. Ist eigentlich nichts. Das Geld ist so wenig wert, ja.
Wahrscheinlich, wenn es so hinterhergeworfen wird. Oh, hallo? Kann ich das aufmachen irgendwie? Oh, 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 oh. Hey, wer sieht mich hier? Ach, die da hinten. Achso, dich kann ich aber nicht mehr häuten. Okay. Mit der LB gedrückt und wirft dann mit RB. Okay, Wurfmesser. Muss ich da durch? Kamera, oh Gott sei Dank, jetzt endlich. Kamera mit hochdrücken. Ziele mit RS und zoome mit LTRT. Okay, auf Gegner und Tiere. Die Kamera markiert und verfolgt. Wundervoll. Endlich. Ich dachte gerade schon so, hey. Das ist auf jeden Fall ein Tier. Ich das Tier? Warte mal, lass mich mal hier ein bisschen in den Busch gehen. Nee. Ich glaube, so weit kann ich nicht werfen. Schade aber auch. Warte. War ich nicht. Mann, hier kann man bestimmt auch hoch. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ich muss hier gar nicht rumkommen. Geh mal da an der Hauswand. Guck mal, was da ist. Kannst du dich bitte umdrehen? Was ist das bloß? Genau so. Ich brauche einen Bogen. Oh, Loot. Warte mal, kannst du hierher kommen? Irgendeiner? Oder da? Nein? Ja? Vielleicht? Überlegt. Aber den Stein nicht fliegen seht. Nee, NPCs sind immer ein bisschen doof. Wieder dieses Geräusch. Ja, was für ein komisches Geräusch, aber auch. Kannst du dich umdrehen? Was machst du denn da? Mist. Was? Hier schießt jemand? Wo? Was? Hier schießt jemand? Nee. Das ist ja schon frech. Was machst du jetzt da oben? Er ist hier. Scheucht ihn raus. Weiter so. Was war das? Ich sollte da mal gucken gehen. Hab seine Spur verloren. Ja. Steh auf und du bist los. Achso, Mann, ich vergesse immer die zu looten. Wisst ihr, Chat, wisst ihr, ob es wieder so ein Perk gibt, dass man die automatisch lootet? Ich glaube, im Fakt.
Juno? Ja, gibt es. Wunderbar. Weil ich bin der Meinung, in Far Cry 3 gab es, glaube ich, einen Perk, dass man die automatisch lootet. Ich vergesse das nämlich immer. Das ist ein bisschen doof. So, hier einmal hoch. Nein, weiß ich nicht. Aber vielleicht wissen es ja andere. Das ist mein Lieblingsperk, den man freischalten kann. Kann ich verstehen. Bin ich ehrlich. So. So. Ach, da oben sollen wir hin. Gehe ich nah am besten hin. Okay. Wir haben hier keinen Bajek. Entschuldigung. Er ist nicht so ein Kletteräffchen. AJ, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder ja, noch besser so. Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Ich weiß nicht, ich finde ihn sympathisch. Ah, Mann, ey. Mechanik ist immer dieselbe. Was? Muss man eigentlich die vorigen Teile gespielt haben, um den Teil zu verstehen? Nein. Nein. Die Far Cry-Spiele sind alle selbstständig. Die haben alle eine eigene Story. Du musst die Teile nicht kennen. Du musst davor nicht 3 oder 4 oder 5 gespielt haben, wenn du 6 spielen möchtest. Brauchst du nicht. Für mich ist es einfach nur so, ich würde die Teile einfach gerne nachholen. Und ich habe es halt sonst nicht gemacht. Und deswegen spiele ich die. Komm her, du! Ja, stimmt, ich habe jetzt eure Antworten wegen dem... Wegen dem Synchronsprecher komplett überlesen gehabt, ne? Far Cry Run Only Machete. Hey, wäre bestimmt auch eine Challenge. Knife Only Run wird das? Ja, ja. So. Obwohl Teil 6 hat ein DLC, da kommst du die Schurken aus den Teilen davor vor. Die würdest du nicht kennen, aber sonst egal. Ja, stimmt, genau, es gibt so einen Villain-DLC für Far Cry 6, das stimmt. Da kommt dann auch Vaas vor. Ich mag Vaas. Ich weiß nicht, warum ich immer so eine Sympathie für Bösewichte habe. Ich meine, Park an Min finde ich auch bisher ganz okay. Muss ich abschießen? Nein, okay. Ich benutze Seil. Okay. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich.
Okay. Was? Wie, was, was? Bei New Dawn sollte man lieber erst 5 gespielt haben, weil es Charaktere gibt, die nur im 5 existieren. Ja gut, aber Far Cry New Dawn ist ja auch eher so ein Zwischenteil und kein Hauptteil. Das ist halt wie mit Primal. Das sind auch eher so Zwischenteile. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kühnert. Vor allem für den Goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Okay. Oh, Loot. Oh, noch mehr. Muni. Bin nicht gut. Oh Gott, ey, ich bin Shooter. Das war ich vielleicht. Ey, aua. Und wo? Aua, lass das. Ich brauche echt einen Bogen wieder. Warte mal. Kann ich hier ein bisschen Muni haben? Warte mal. In Deckung. Ich muss mal kurz Muni auffüllen. Bleib mal entspannt. AJ, Lawine. Was? Oh. Kann er sich selber auf sich aufpassen? Oh Mann, ey. Lawine. Was soll ich jetzt machen? Ich rücke vor. Lawine! In Deckung! Ich bin in Deckung, glaube ich. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Hallo, Bandit. Oh Mann, ey. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche in jedem Spiel einen Bogen. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen.
Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Oh Mann, oh Mann. Russell Wingsuit. Ach, weiß nicht. Ich brauche eher einen Bogen. Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. AS. Ja, okay, cool. Welche Abkürzungen? Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Aha. Jetzt stellt er Uniformen für den Goldenen Pfad her. Danke, dass du mir das erzählt. Glaube ich. Ach, das ist die, die mich nicht mag. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Sie hat einen Bogen. Darf ich ihr den Bogen klauen? Der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Geil. Bogen. Ich habe alles, was ich wollte. Nice. Sehr, sehr gut. Kann ich den irgendwie auch ausrüsten? Mission verlassen, Gameplay Interface. Oh, ich habe die Weltkarte gefunden, okay. Ja, das ist wieder eine sehr große Welt. Oh, wow, oh Gott. Ich auch auf die Karte. Warum lasse ich es nicht einfach? Warum gucke ich auf Karten? Warum? Warum hätte ich nicht den Ausschnitt hier lassen können? Nein, natürlich nicht. Oh, man kann aber gleiten. Hier, Gleiter. Gleiter. Fähigkeiten. Oh, schon wieder solche. Oh. Tiger oder Elefant? Also, ich bin ja mehr schon der Elefant. Ich habe auch eins frei. Hm. Sprinten nachnahen, Beute-Takedown. Du plünderst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Kostet 2, verdammt. Aber wär auch was. Tod von unten. Drücke erst um einen oder zwei Gegner über dir zu erklimmbaren Kanten auszuschalten. Oh. Und das Takedown von unten. Sofort nach einem Takedown LS halten. Um eine Leiche zu packen und wegzuziehen. Achso, ja. Brauche ich nicht. Können mit dem bewegt werden. Was haben wir hier? Tröd. Teilweise gelehrte Gesundheitsfelder regenerieren sich schneller. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz gut für mich. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Liga Angriffskills, Elefantverteidigung. Ja. Hat sich auch gerade so angehört. Quasi gelesen. Ah, da ist mein Bogen. Warum habe ich hier zwei Affen hinter mir? Dürfte ich mal durch?
Mann, Mann, Mann. So, da kann man noch Sachen kaufen. Ich habe immer versucht, so viele Waffen wie möglich tragen zu können. Ja, bei mir ist es dann eher der Bogen. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. So, was haben wir denn hier Schönes? Neue Waffe freigeschaltet, okay. Neue Waffe freigeschaltet, neue Waffe, ja. Ja, okay, cool. Cool. Oh, da war noch ein Bogen. Noch ein Bogen. Oh, aha. Das war eine Menge. Erstmal verkaufen. Schnell verkaufen. Jo. Nehme ich. Marms-Notizen. Einfach auch verkaufen. Wer braucht die schon? Munition nachfüllen, kaufen und anpassen. Gucken mal hier. Das kann ich alles noch nicht. Was haben wir denn hier? Seitenwaffe. Nee, nee, nee. Dort brauche ich nicht Waffe. Freigeschaltet Jagdbogen. Hier ist auch der andere Bogen. Der ist besser. Habe ich so viel Geld? Ich habe so viel Geld. Nehme ich. Ja, den möchte ich gerne ausrüsten. Warte, auswählen. Scharfschützen ziehen. Nee, das brauche ich, glaube ich, nicht. Das hier reicht mir. Und ich bin wieder pleite. Wundervoll. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mach's gut. Ihr Hang wird auch noch witzig. Am besten die Honigdachse. Oh Gott. Okay. Macht er mir ein bisschen Angst hier, ja? Will ich Sachen klauen? Nö. Sei gegrüßt. Ja, moin. Hi. Eigentlich bin ich nur hier, um Sachen zu klauen. Aber ich glaube, ich muss das doch wieder ein bisschen höher stellen. Ich muss, glaube ich, doch auf 8 stellen. So, aber wollte hier nicht noch irgendjemand was von uns? Da hinten. Das ist schwer, diese zwei Affen. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Mhm. Darum werden wir sie. Da hinten. Ich will fahren. Lass mich fahren. Handbremse. Bah, Bremsen. Wer braucht sowas? Ich wundere mich nachher so, wie bremse ich? Und RT schießen. Lenken und beschleunigen. Es wird, warum ist denn die... Oh Gott, die hintere Taste ist nicht beschleunigen, okay? Okay. Bekomme ich schon irgendwie hin. Ja, ich brauche nicht schießen. Ich will nur fahren. Oh Gott, Chat, haltet euch fest, ne? Ich habe keinen Führerschein. Eingepackt. Guck mal. Richtig gut. Oh, Bogen. Fuck. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen.
Ja, ich höre dich. Rennt der weg, Arsch. Ja, ist denn zu parken? Ja! Ich hab richtig toll geparkt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ey! Wasch. Hat er mich angeknabbert? Ist noch mehr? Erreiche den Aussichtspunkt, okay. Nutze die Kamera, um die Gegner zu markieren. Okay. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Gewässern Far Cry gemacht. Hier sehe ich jetzt auf welchen Krokodil, was er mich anknabbern will, ja? Nein? Gut. Hui! Ah, keine unerwarteten Leichen, das ist gut. Nichts brennt, keiner ist verletzt. Wir lassen das Ding. Mit dem Einparken, ja. Bin ich auch der Meinung. Oder ist hier mal tot? Ich war das nicht. Okay, ich habe. Wie viele Pfeile habe ich? 10, glaube ich, waren das, ne? Wo rennen die plötzlich hin? Trinken soll ich? Ja, Pause wäre eigentlich auch wieder angesagt, ne? Oh, den wollte ich nicht. Ich hätte gerne meinen Pfeil wieder, danke schön. Griff hier einmal so, macht. Oh Mann. So reicht es aber auch. Oh, hallo. Wer bist du? Altes Geld, danke. Das nehme ich auch alles mit. Mit Y kann ich Sprengpfeile ausrüsten. Brandpfeile ausrüsten. Habe ich gar nicht, oder? Nö.
Achso, Waffenrad öffnen. Ich habe auch sowas hier. Oh. Achso, warte, doch hier mit Y jetzt. Doch da. Kabäm! Hab gemacht. Okay, und wir sollen zurückkehren. Ich nehme das mal mit, ne? Das brauchen die ja hier hoffentlich nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich... Warte. Upsi. Eigentlich ist ja Pausenzeit. Bevor wir... Ja, doch. Bevor wir dann losgehen. Ja, bevor wir jetzt hier wieder... Oh, die Tasche voll. Ach so. Bevor wir jetzt da hinten wieder hingehen, mache ich hier mal eine ganz kurze Pause. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Wolf oder so wieder an. Ich hoffe, die despawnen, genau. Ich hoffe, die spawnen nicht nochmal wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.